Blauer Himmel über München, der frisch gefallene Schnee glitzert in der Sonne und jedem, der hier aus dem Fenster des Bayerischen Landtags schaut, ist sofort klar, dass wir hier in Bayern dort leben dürfen, wo andere Urlaub machen. Deshalb ist Bayern natürlich ein Tourismusland und deshalb ist es umso schmerzhafter für uns in Bayern, wenn die Reisebusse weiterhin Corona-bedingt in den Garagen stehen müssen, ja, wenn Tourismus weiterhin nicht möglich ist. Deshalb kämpfen wir Freien Wähler hier im Bayerischen Landtag und als Teil der Bayerischen Staatsregierung auch weiterhin aus voller Überzeugung und nach Kräften für unsere bayerische Tourismusbranche. Und wir haben dafür zuletzt auch einiges erreichen können. Zum einen im Hinblick auf die Überbrückungshilfen 3. Es ist uns gelungen, dass die Zugangshürden noch einmal abgesenkt worden sind und dass auch die Kompensationszahlungen, die erfolgen können, erhöht worden sind. Dass also bis zu 1,5 Millionen jetzt an einzelne Unternehmen fließen können und dass es auch leichter wird, auf dieses Geld zuzugreifen. Insbesondere für die Reisebranche ist es uns gelungen, auch noch hineinzuverhandeln in dieses Paket, dass Kostenerstattungen sowohl für interne als auch für externe Kosten stattfinden können, wenn es zu Stornierungen von Reisen kommt, wenn also geplant wurde und dann Corona-bedingt leider doch noch einmal das Kreuzchen drüber gemacht und die Reise abgesagt oder verlegt werden muss. Darüber hinaus haben wir den Bund ermutigen können, noch einmal nachzulegen, weitere 80 Millionen für die Reisebusbranche, sodass wir hoffen, diese Branche, diesen ja so wichtigen Tourismusbereich von uns hier in Bayern gut huckepack nehmen zu können durch diese schwierige Phase, bis es dann endlich wieder losgehen kann, bis endlich wieder Normalität und Freiheit in unserer gemeinsamen Heimat einkehrt. Dafür für diese Zeit meinerseits jetzt schon einige Vorschläge. Ich glaube, wir sind wohl beraten, wenn wir kluge Hygiene- und Testkonzepte, insbesondere auch in der Busbranche, entwickeln, wenn wir dafür sorgen, dass wir ein Höchstmaß an Sicherheit erreichen können, beispielsweise dadurch, dass es Tests gibt, bevor Reisende in einen Bus einsteigen, sodass ähnlich wie beim Fliegen einfach klar ist, dass im Bus nichts passieren kann. Je sicherer wir uns da aufstellen, umso schneller können wir wieder mit den Bussen auf die Straße, umso schneller sind wieder Reisen möglich. Ich glaube, jetzt ist die Phase, sich darüber die intensivsten Gedanken zu machen, sodass anschließend Politik auch darauf Bezug nehmen kann und mit weiteren Lockerungsschritten, mit guten Hygiene- und Testkonzepten wieder grünes Licht geben kann, sodass die Busse rauskommen aus der Garage, es wieder auf die Straße geht und der Tourismus in Bayern wieder Fahrt aufnehmen kann. Ich persönlich freue mich da schon sehr drauf und werde hier im Bayerischen Landtag massiv weiter dafür kämpfen, dass das erste schnell kommt und das zweite der Weg bis dorthin einigermaßen erträglich für die gesamte Branche gestaltet wird.